Also im Lowlight-Bereich ist die Kamera nicht sonderlich gut. Bedingt durch den kleinen Sensor, den die Kamera hat. Aber was sie kann bei schönem Wetter, ist hervorragend Aufnahmen zu machen. Was die Kamera auch gut kann oder hat, gut hat, ist diese Gimbal-Stabilisierung. Da arbeitet die auf dem Bike meines Erachtens nach sehr gut. Ich habe mir bei YouTube Footages angeguckt von der DJI Pocket, Pocket 2. Und da sieht man ganz klar, die sind nicht geeignet dafür. Sicherlich hat man hier auch ein bisschen Wabbeleffekte, je nachdem. Wenn es halt was hubbelig wird, dann macht sich das auch schon in der Kamera bemerkbar. Ich habe die Follow Speed im Gimbal auf 3 eingestellt, also relativ niedrig, was dann zu dem Effekt führt, den man hier jetzt auch gerade sehen kann, dass der Gimbal eine gewisse Trägheit hat. Ja, Fimi Palm 2. Ist sie geeignet fürs Bike-Vlogging oder nicht? Ich würde sagen, ja. Aber die Aber aus meiner Sicht, das gravierendste Aber aus meiner Sicht, ist die Tonqualität der Mikrofone. Die Fimi Palm hat 2 interne Mikrofone, meine ich. Und die sind einfach in der Tonqualität schlecht, ganz schlecht, wirklich ganz schlecht. Man kann zwar noch einstellen, Tonlautstärke, High, Low, und man kann dieses D-Noise aktivieren, also das, dann werden dann so die Windgeräusche etc. unterdrückt. Aber dann ist es noch schlimmer, wenn dieses D-Noise on ist. Also es ist eine ganz extrem schlechte Tonqualität. Jetzt hat die Fimi Palm 2 allerdings einen 3,5 mm Klinkenanschluss, wo man direkt ein Mikrofon dran anschließen kann. Und das habe ich auch ausprobiert mit dem Synco G2. Die Funkstrecke hier ist der Transmitter. Aber auch das ist nicht wirklich gut. Also die Tonqualität ist dann sehr flach. Du hast überhaupt keine Einstellmöglichkeiten, da an den Ton irgendwas zu drehen, zu machen. Ne? Der Ton ist flach und nee, also ist eigentlich nicht zu gebrauchen. Fimi, ganz ehrlich, da müsst ihr echt noch was dran nachbessern, was der Tonqualität angeht. Ich nehme den Ton jetzt extern auf, über eine externe Tonquelle. Das heißt, ich habe jetzt das Synco G2. An meinem iPhone dran angeschlossen und nutzt dort GarageBand zur Aufnahme. Und an dem Transmitter hier oben ist dann nochmal mein Edotech ETM 001 aufgesteckt. Das ist ein omnidirektionales, sehr hochempfindliches Mikrofon. Was den Vorteil hat, manchmal auch den Nachteil, dass es die Umfeldgeräusche eigentlich relativ gut erfasst. Ein weiteres Aber aus meiner Sicht ist, die Kamera ist kein Lowlight-Monster. Also es hat da tatsächlich so ein bisschen Schwächen, wenn man so im Raum filmt oder bei ja, schlechten Lichtverhältnissen in der Dämmerung, da ist das Bildmaterial dann nicht so schön.
Also die Kamera ist aus meiner Sicht tatsächlich eine Schönwetterkamera. Ein weiteres kleines Aber, muss man sagen, ist die Tatsache, dass die Kamera in 4K nur 30 FPS kann. Aber das finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Das ist eigentlich ausreichend genug. In 2,7K kann sie 60 FPS. Muss jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich finde 4K-Footage immer noch mit am schönsten. Sehr positiv aus meiner Sicht ist die Gimbal-Stabilisierung. Die ist bei der Kamera extrem gut da. Das kann man nicht anders sagen. Also der Gimbal ist astrein, wirklich. Die Kamera habe ich jetzt am Fahrradlenker montiert. Und die bleibt unwahrscheinlich stabil, die Gimbal-Bewegungen. Gerade so, wenn man, naja, man kennt das mit dem Fahrrad, man dreht immer leicht irgendwie beim Fahren am Lenker. Und durch die Trägheit, die der Gimbal hat, gleicht er das aus. Das heißt, die Sicht nach vorne, die Kamerasicht nach vorne, wirkt immer gerade stabil, obwohl man selber immer ein bisschen am Lenker dann wackelt. So speziell, wenn man bergauf fährt oder sowas, ne, und ein bisschen Kraft braucht, ne, dann hat man ja immer so ein bisschen diese Oberkörperbewegung mit und man dreht dann am Lenkrad. Wenn ich das mit meiner DJI Osmo Action aufnehme, sieht man diese Drehbewegung immer und das ist, finde ich, störend. Und das ist für mich eigentlich der Hauptgrund, warum ich mich zu dieser Kamera entschieden habe. Ja, ein weiterer Grund ist auch unter anderem, dass es preislich echt eine Alternative ist für das, was die Kamera schon von Haus aus mitbringt. Also diese hohe Akkukapazität, Laufzeiten von, naja, im besten Fall, aber das bei HD nur fast von 5 Stunden. Das eingebaute WLAN-Modul, die extrem gute Gimbal-Stabilisierung, das sind für mich echt Vorteile. Ich habe mir Videos angeguckt von der DJI Pocket und Pocket 2, die auf dem Fahrrad montiert sind. Da ist die Stabilisierung bei weitem nicht so gut. Also da sieht man schon ganz deutlich die Unterschiede. Ich zeige euch nachher mal, ich blende das mal ein, wie meine Kamera am Fahrrad montiert ist. Zeige ich euch gleich mal, oder blende das jetzt mit ins Footage ein. Ich weiß nicht, wie das Footage aussieht. Ihr seht das ja jetzt schon. Ich werde es dann nachher im Schnittprogramm sehen. Ja, schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr von der Fimi Palm 2 haltet. Also findet ihr sie geeignet für das Bike-Vlogging? Habt ihr Alternativen? Welche ist besser? Würde mich freuen, wenn ihr ein paar Kommentare da lassen würdet. So, ich würde sagen, ich fahre jetzt mal weiter und schneide dann dementsprechend noch ein bisschen Footage rein von der Strecke, die ich jetzt noch fahre. Und dann könnt ihr ja selber für euch entscheiden, ob die Fimi Palm 2, ob ihr denkt, ja, ihr könntet die einsetzen oder nicht. Also das muss letztendlich jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich, wie gesagt, find sie gut. Mit den Einschränkungen, wie gesagt, ganz besonders der Ton, das ist grottig. Da kann ich nur auf eine externe Tonquelle verweisen. Das ist die beste Alternative, die man hat. Ja, fahren wir mal weiter. Und dann sehen wir uns gleich. Ja, was natürlich super schön ist bei der Kamera, auch wenn sie jetzt hier am Lenker so dran ist, man kann über diese Joystick-Steuerung natürlich die Kamera auch drehen. Und die habe ich auf 1 eingestellt, also mit einer relativ niedrigen Geschwindigkeit. Schaut mal hier. Noch was zum Mikrofon. Wie gesagt,
Ich verwende ja die Funkstrecke, das Synco G2A1 und habe die Empfindlichkeit, die Lautstärke-Empfindlichkeit auf plus 3 Dezibel eingestellt. Und dann nochmal in der GarageBand den Mikrofon-Input-Level ein bisschen runter auf ungefähr 2/3 gesetzt. Ich hoffe, dass die Tonaufnahmen so gut rüberkommen und es nicht übersteuert. Oh, hier ist ein schöner Baum, ne? Machen wir jetzt noch mal eine Kamerafahrt hier über das Feld. Ja, das ist doch cool, ne? Diese langsame Kamerafahrt. Gibt so einen cinematischen Eindruck. Ja, die Gimbal-Stabilisierung kann natürlich nicht diese Mikroschläge, die ins Rad kommen, alles komplett ausgleichen. Aber das macht sie eigentlich schon recht gut. So, hier geht es jetzt mal ganz schnell runter. Stundenkilometer, 41, 42. Ja, hier geht's gut runter. Wir müssen mal abbremsen, da gehen Leute. Schöne Lichtspiele vor mir am Himmel. Man sieht rechts diese Wolkenkante. Da kommt so von der Sonne angestrahlte, ja, Kante, dann links wieder eine andere Wolkenkante. Es hat schon ein bisschen was Mystisches, wie das aussieht. Dankeschön. Wir sind letztens den Ruhrtalradweg gefahren. Eine super schöne Tour, muss man ganz ehrlich sagen. Aber da kam dann ein junger Mann mit einem Mountainbike hinter uns angeprescht. Naja, und das war so ein richtiges Mountainbike. Das heißt, eigentlich ohne Licht, ohne Schutzbleche, ohne Klingel, ohne alles. Und der hatte eine Trillerpfeife als Klingel. Und wir hatten ihn nicht kommen sehen und er fuhr wohl ein bisschen eine Zeit hinter uns und dann hautet er voll in diese Trillerpfeife rein. Und dann meinte er auch noch so ziemlich dumm, als er an uns vorbeifuhr, na geht doch. Na, sowas finde ich natürlich nicht so prickelnd. Ne? Hier erkennt man jetzt natürlich schön diese smooth Gimbal-Fahrt, wie der so hinterher zieht. Wie gesagt, die Gimbal, die Follow-Speed habe ich auf 3 eingestellt, also 3 von 10. Und dadurch erreicht man diesen Effekt. So, ich werde jetzt hier links fahren. Hier ist die Straße auch ein bisschen schlechter. Da kann man dann noch mal sehen, wie das Jittern so ist, wenn so diese Mikroschläge ins Rad kommen. Aber wie gesagt, ich finde das eigentlich recht brauchbar noch. Andere Videos, die ich gesehen habe, mit der Osmo Pocket 2. Die waren da echt schlecht drin, wirklich. Die Lichtverhältnisse sind kurios.
Machen wir eine Kamerafahrt. Seht ihr übrigens auch noch mein iPhone mit am Lenker dran. Das Kontrollbild von der Kamera. Das ist echt, das ist wirklich hilfreich. Weil die Phoebe selber hat ja nur ein kleines 1 Zoll Display. Ich glaube, ich fahre jetzt hier links rum. Und naja, da ist es schwierig zu erkennen, ob die Bildqualität gut ist oder nicht. Oder wie die Kamera ausgerichtet ist. Die muss man schon mal ab und zu ein bisschen wieder den Joystick gerade rücken. Ich habe die Kamera jetzt noch mal auf mich gerichtet. Ne? Und jetzt ist das Face-Tracking aktiv. Obwohl es eigentlich in der App ausgeschaltet ist. Aber wenn man in den Selfie-Modus geht, dann macht er trotzdem das Tracking. Das Tracking an sich, wenn die Lichtverhältnisse stimmen, also wenn das Gesicht gut beleuchtet ist, funktioniert das Tracking sehr gut hier. Ja, jetzt zieht der Gimbal nach. Das sieht man auch mal so schlecht jetzt hier so ein bisschen. Aber ihr seht das, er zieht das nach. Nur durch die mal langsame Follow-Geschwindigkeit von 3 kann es passieren, dass der Gimbal das Tracking verliert, wenn man sich zu schnell bewegt. Das heißt, wenn man im Umkehrschluss die Phoebe Palm 2 fürs Face-Tracking verwenden will, sollte man die Follow-Speed dementsprechend relativ hoch einstellen. Aber wie gesagt, fürs Bike-Vloggen ist eine hohe Tracking, Follow-Speed schlecht. Ups, sorry, hier hatte ich wohl den Ausschaltknopf gedrückt. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video vermitteln, wie die Phoebe Palm 2 am Bike performt. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.